Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück oder willkommen zu einem Let's Read. Ja, es tut mir leid, dass die letzten zwei Tage nichts kam, es lag einfach daran, ich habe übers Wochenende Besuch bekommen und deshalb konnte ich weder hochladen noch aufnehmen, aber jetzt habe ich wieder Zeit und boah, ich kann wieder hochladen. Ich denke, die zwei Tage werdet ihr mir schon verzeihen. Ja, denke ich schon, ihr seid so lieb. Das Lied von Pelinal, Band 8, es ist der letzte Band und ihr wisst gar nicht, wie froh ich darüber bin, dass das der letzte Band ist, weil ihr wisst ja, ich verstehe nichts. Ich verstehe absolut gar nichts. Naja, mal schauen. Mal schauen. Das Lied von Pelinal, Band 8. Über seine Offenbarung beim Tod der Al-Esh. Okay. Anmerkung des Herausgebers. Dies ist der älteste und fragmentarischste aller überlieferten Pelinal-Texte. Er ist jedoch wahrscheinlich der ursprünglich gesprochene oder gesungene Version des Lieds am ähnlichsten und besitzt deshalb trotz seiner Kürze großen Wert. Seltsamerweise scheint es, dass Pelinal an Alessias Totenbett anwesend ist, obwohl er an früherer Stelle der Sage vom Umaril getötet worden war, Jahre vor Alessias Tod. Einige Gelehrten glaubten, dass diese Fragmente gar kein Teil des Lieds von Pelinal ist, doch die meisten akzeptieren seine Echtheit, obwohl heftige Debatten über seine Bedeutung immer noch andauern. War es wirklich kurz. Und verließ dich, um Kraft zu sammeln mit meiner anderen Hälfte, die dadurch Licht verleihen wird, der sterblichen Idee, die den Göttern große Freude bringt. Das heißt, der Freiheit, die selbst die Himmel nicht wirklich kennen, aus welchem Grund unser Vater, der in jenen ersten Tagen Geistern wirbeln, vor der Zusammenkunft, das, was wir in unserem irdischen Wahnsinn nachahmten. Wir wollen dich nun auffahren lassen. Wir zeigen unser wahres Antlitz, die einander im Vergessenen in jeder Ära aufessen. What? Ich verstehe nichts. Egal, Leute, es war der letzte Band. Das ist, glaube ich, das kürzeste Video überhaupt. Aber kann ich leider nichts machen, tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das heißt, morgen weiß ich noch nicht, ob es einen Tweet gibt, weil morgen habe ich halt wieder 9 Stunden Schule und bis ich dann zu Hause bin, es wird knapp von der Zeit her. Ich versuch's. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Und wenn, dann halt übermorgen. Aber dann geht's endlich mit einer neuen Geschichte weiter, mit einem neuen Buch. Oh mein Gott, das wird großartig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, jeder Band von Pelinal hat euch gefallen, auch wenn ihr wahrscheinlich genauso wenig verstanden habt wie ich. Und wenn ihr es verstanden habt, dann ein Applaus. Weil das ist dann wirklich sehr, sehr gut. Naja, wie gesagt, wir sehen uns morgen, höchstwahrscheinlich vielleicht sogar erst übermorgen wieder. Und ich sage bis dahin, tschüss.